Nur ein Tag, nachdem die Geburtsurkunde den Behörden vorlag, war Atifas Grab aufgebrochen. Ich weiß heute noch nicht, ob ihr Leichnam im Grab ist oder nicht. Ein Geburtsdatum wird gefälscht, ein Urteil durch die Instanzen gejagt. Schließlich wird auch noch Atifas Totenruhe gestört. Die Frage bleibt, warum der Richter sich in diesem Fall so wenig an die normale Routine und die auch im Iran gültigen Bestimmungen gehalten hat. Als er gefragt wurde, warum er es so eilig hatte, Atifa hinzurichten, meinte er, es habe einfach zu viel unmoralisches Verhalten, besonders unter den jungen Leuten in Neka, gegeben. Die regierungskritische Presse stellte einen Zusammenhang her zwischen Atifas Fall und den Verhaftungen einiger Sittenpolizisten in Neka 8 Wochen später. 2 Beamte wurden verhaftet, weil sie einen Ring für Kinderprostitution organisiert hatten. Einige Zeitungen meldeten, die Verhafteten seien identisch mit den Polizisten, die die Petition gegen Atifa aufgesetzt hatten. Atifa hat oft gesagt, der Mond bleibt nicht immer hinter den Wolken versteckt. Und sie hatte recht. Der Prozess und das Urteil waren weder rechtlich noch moralisch korrekt. Atifa hätte nicht hingerichtet werden dürfen. Wir wollten Richter Haji Rezai telefonisch zu dem Fall befragen. Haji Safar Rezai. Atifa Isahal, hamchenin ke khodetun midunid, dar mordad shahrivar mah sal 2004 tavassut khodetun. Er weigerte sich zu antworten, legte einfach auf. Der Mann ist ein Phantom. Unseren Recherchen nach gibt es kein Foto von ihm. Aus seiner Biografie geht jedoch hervor, dass er zur vordersten Front der Islamischen Revolution gehörte. 1982 soll er zur Staatsanwaltschaft gekommen sein, während einer der blutigsten Phasen der Revolution. Damals wurden Tausende in Schauprozessen abgeurteilt und als ungläubige Feinde des Regimes hingerichtet. Alle, die in diesen Zeiten mitgemacht haben, sind unantastbar. Sie genießen Immunität. Sie waren dem Regime zu Diensten und sie töteten. Wenn nun so ein Richter heute der Justiz in Neka vorsteht und er will ein Mädchen loswerden, dann darf er das. Atifas Akte wurde auf höchster Ebene geschlossen. Von einem Mann, der kurz danach Chef des iranischen Geheimdienstes wurde. Mohseni Ejei. Und unter dem Hardliner, Präsident Ahmadinejad, der die Rückkehr zu den Wurzeln der Revolution predigt, ist Richter Haji Rezai immer noch im Amt. Wir erfuhren, dass er mittlerweile sogar befördert wurde. Er gehört nun auch dem Revisionsgericht in der Provinzhauptstadt Sari an. Bis heute räumen die Justizbehörden keine Fehler im Fall Atifa Sahale ein.